Guten Morgen. Bei wachem der Schafodam, nume Jesu, komm mit ne Dir, und ich danke Dir für deine Güte. Ich danke Dir für diesen hier und Tag, und ich bete Dir, halb uns deine Worte verstehen, halb uns dort zu leben. Mach dein Heiliger Geist uns doch einfach die Augen aufmachen, dass wir erkennen, in der Zeit, was wir nun leben, Herr, dass wir uns wirklich nach deinem Wort rechten. Nume Jesu. Amen. Jesus sagt in Vers 16 von Kapitel 10 von Matthäus, hört mir zu. Ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug wie die Schlangen, aber ohne Verschlagenheit wie Tauben. Also andere Übersetzung sagt, ohne falsch wie die Tauben. Also Jesus sagt, du wirst dir in die Hand scheit, du wirst nicht alles, du wirst nicht alle geht hier und sein. Post ab und ab. Er sagt, denn sie werden euch vor die Gerichte zerren. Und in den Synagogen wird man euch auspeitschen. Nur weil ihr zu mir gehört, werdet ihr von Machthabern und Königen verhört werden. Dort werdet ihr meine Botschaft bezeugen. Denn sie, den sie alle Völker müssen, von mir erfahren. Also, Jesus sagt, Verfolgung war seine. Die Verfolgung, die ich hier tut. Ich gehe, predige das Evangelium, heile die Kranke, mache die Besetene frei und die Verfolgung, die war Teil davon seine, sagt Jesus. Und das sei wie das alle jene dort erfahren haben. Die meisten sind die Märtyrer tot, gestorben. Das ist von der ersten Tag noch so abgewählt. Wenn sie euch vor Gericht bringen, braucht ihr euch nicht darum zu sorgen, was ihr aussagen sollt. Denn zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben. Nicht ihr werdet es sein, die Rede und Antwort stellen, sondern der Geist eures Vaters im Himmel wird euch durch euch sprechen. Also Jesus sagt, Macht ihr euch darüber, die für ihr Recht kommen. Du wirst der Geist Gottes, der sie entreden. In dieser Zeit wird ein Bruder den anderen im Henkern ausliefern. Väter werden ihre eigenen Kinder anzeigen. Kinder werden gegen ihre Eltern vorgehen und sie hinrichten lassen. Alle Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Vielleicht ist es in unserer Gesellschaft noch nicht so, aber auf der Welt ist es so. In der muslimischen Welt ist es ganz normal, dass sogar die älteren Erzählungen das machen lassen, wenn die und Jesus gleich wieder angedreht. Wir kennen das vielleicht wenig. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, was hier zu laut steht, wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet. Das ist nicht, wer den Marsch anfängt, sondern wer bat dem letzten Tag. Der schält nicht, glaube, du musst wie uns prüfen, wer steht das mit uns. So wie dem Leben Gott früh. Oder wo wir vielleicht nicht verfälscht, wenn uns Zeugnis nicht klar ist. Vielleicht einmal, wo der Trab ankommt, so wie vielleicht nicht ganz klar genug. Ich glaube, wir müssen uns prüfen. Zuvor hat der Mensch Schiss. Angst für Verfolgung. Dafür sollen wir nicht Angst haben. Wir sollen Angst haben dafür, dass wir Jesus verleugnen mit uns laue Zeugnis vorkommen. Herr, rede uns und halb uns, dass wir ein klare Zeugnis haben jeden Tag, dass uns Leben predigt. Und wenn das Verfolgung bedient, dann ist das eine Ehre für in jedem Wort, das für dich erdrohen kann, Herr. Im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.